Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, es ist jetzt ein Weilchen her gewesen, auch hier sage ich das jetzt mal. Ich musste vom Aufnehmen eine Pause machen. Also allgemein Let's Plays und Livestreaming auf Twitch. So, da etwas vorgefallen ist, was wichtiger war. Dass ich musste mich um meine kleine Katze kümmern, die hat einen Unfall gehabt und wir hatten Angst gehabt, so dass die das nicht überleben könnte und so. Und sie war aber auch. Warum ist hier Blut? Sie ist auf jeden Fall eine starke Kämpferin. Sie ist wieder wohlauf. Klar, sie muss jetzt immer noch ein bisschen mehr gepflegt werden als üblich. Aber dennoch, sie ist wohlauf. Und ich kann mich jetzt auch langsam wieder YouTube und bald auch wieder Twitch widmen. So, ich habe mir jetzt auch zur Beruhigung und alles, fange ich an, jetzt auf Tee umzuschwenken statt nur Kaffee. So, ich weiß jetzt nicht, ob das hier schmecken wird, aber ich probiere es mal. Ist ein Früchtetee, Himbeer-Zitrone. Und ja, jetzt will ich mal wissen, was ist denn jetzt eigentlich genau meine Aufgabe? Die Map sieht ein bisschen anders aus, kann das sein? Ist jetzt anders. Wo bleibt die goldene Lieferung? Patty in Schwierigkeiten, diebische Gnome. Ach, das sind die Erledigten. Okay, Händler. Christian hat eine kleine Auswahl an nützlichen Dingen des Alltags. Und Ruben, aktuell. Saras ist überfällig. Überfälliger Lagebericht. Die gestohlene Kristallscheibe. Teleportsteine. Kristallscheibe für den Inquisitor. Stimmt, wir waren ja jetzt beim Inquisitor. Und sind zwar immer noch auf Seiten der Banditen, aber arbeiten jetzt mit dem Inquisitor zusammen. Edgar. Hab ich Lernpunkte? 4 Lernpunkte. Ich glaube, das reicht nicht. So, ich muss auch erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Weasel. Immer schön goldsam. Viel Glück. Kann es sein, dass es ein bisschen leise ist? Man sieht sich. So, ich habe Eisenerz für dich. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Habe ich nicht. Okay. Toni. Bleib wachsam. Ich blicke gerade nicht, was meine Aufgabe ist. Hafenstadt, die Söhne von Tilda. Ah, okay. Welt. Hafenstadt, Vulkanfestung. Pauls gefährliche Monster. Den Fleisch abkochen. Konrad abkassieren. Konrad war doch das hier. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab. Gut, dann. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, dann nicht. Wie kassiere ich ihn jetzt ab? Pack die Waffe besser runter wieder mit weg. Der Waffe. Sonst passiert noch was. Bist du? Geht doch. Ja, ich musste erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Tut mir leid. Ich habe vieles vergessen. Ich hoffe jetzt, der Ton ist nicht zu leise. Der ist extrem leise bei mir jetzt auf den Ohren. So. Das letzte, was wir aber auch gemacht hatten, war, glaube ich, mit Patty. Kann das sein? Oder ist sie noch hier? Ne, Patty ist nicht mehr hier. Okay. Sie ist dann durchs Bordell. Wahrscheinlich unten raus. Ja.
Ich weiß. Was weißt ja? du? Es gibt gerade nichts Neues. Okay. Sonja? Sie ist jetzt nicht nach Reden. Die Halskette klaue ich mal nicht. Was denn? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja. Was denn sonst? Carol? Gut. Und dir? Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Nicht allzu oft jedenfalls. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar. Kein Problem. Das ist vielleicht ein Stänk für mich? Taschendiebstahl? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hat er nochmal im Inventar? Hab ich was, das ich ihm andrehen könnte? Rostigen Zweihänder? Der hat aber kein Geld, oder? Entermesser darf er haben. Machete. Das Schwert. Jagdmesser. Kriegsschild, Kleinschild. Die darf er haben. Jägerkleidung. Die haben wir an. Nikos Ring. Dieser Ring gehörte dem Fischer Nico. Er ist magisch. Ich glaube, von hier die Sachen behalte ich erstmal. Hier Teleporthafenstadt, Vulkanfestung. Okay, aber er war jetzt sauer wegen Patty. Hier war das, wo es, glaube ich, rausging. Ja, da ist die Tür. Und da chillt die gute Dame. So, Patty? So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat das mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Und was soll das sein? Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Also gut, was hast du jetzt vor? Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Schlösser öffnen. Ich habe aber nicht genug Lernpunkte. Warte mal. Erstmal speichern. Im Banditenlager. Speichern wir hier. Das war jetzt heute, genau, 26. November. Okay, alles klar, lauf. Alles klar, lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Also mit ihr zusammen werde ich bestimmt hier trotzdem noch ordentlich aufs Maul kriegen. Und es hat gespeichert, okay.
Wie war denn das nochmal mit dem... Ah. Halt, stehen bleiben. So, komm. Ich krieg ordentlich aufs Maul. Warte mal, ich muss die... ich muss halt Geflügel noch looten. Kann sie draufgehen? Das war's mit dem Vieh. Habe ich die Erfahrungspunkte auch dafür bekommen? Pass auf. Hey. Ja. Ja. Da ist wieder eins. Ah, okay, ich bekomme auch die Erfahrungspunkte für alle. Ich glaube schon. Hetty! Hetty, hier ist ein Wolf. Und wen hat sie als blöd bezeichnet? Mich jetzt, weil ich mit einem Wolf gekämpft habe? Ja, ich bin auf dem Weg. Hellkraut, nice. Ja. Ich versuche mich zu beeilen. Wie war das nochmal mit dem Schild? B. Okay, B war Schild. Oh, das wird lustig. Mist. Ich glaube, ich müsste mal so ein Ding hinnehmen. Mir nach. Ja, Patty, ich bin auf dem Weg. Wo kommen die ganzen Grabmotten wieder her? Oh, das wird lustig. Krieg ja. Patty, das war ein Versehen. Ich wollte hier. Sie meckert zumindest nicht. War das alles? Also, sie macht hier alles ordentlich platt. So, aber welche Hütte meinte sie? Okay, wir gehen an Neil, glaube ich, hieß er, vorbei. Außer wenige wichtige Namen habe ich die meisten leider vergessen, weil das jetzt schon doch ein paar Wochen her ist. So, der gehört trotzdem gelootet. Da ist der nächste. Aufgepasst! Na? Wer liegt jetzt am Boden? Warte mal. Gehen wir jetzt zu Don Esteban? Zum Nee. Hierhin? Oh nein. Speicher mal da.
das wird lustig. Patty, das schaffst du wohl, oder? Patty, tut mir leid, ich treffe sie immer andauernd. Wo ist seine Waffe? Was sind das denn eigentlich für Pilze? Die Schaufel nehme ich mit. Da liegt noch jemand. Rostiges Schwert. So enden wir alle mal. Ja, so enden wir alle mal. So, ich will die Pilze. Meiner Pilz. Mist. Jawohl. Ist immer der gleiche, kann das sein eigentlich? Immer links, rechts, links, rechts. Und von da unten kommen wir irgendwie. Das weiß ich noch. Da unten war das, wo wir gestrandet sind. Ah, ich muss mich erstmal hinsetzen. Komm, Patty, setz dich dazu. Okay, es regeneriert nichts. Ich heile nicht. Okay, Patty, wir sind da. So, hier muss es sein. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung, ich mach das schon. Na gut, aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Stahlbarts nächster Hinweis. Muss ich graben? Ruhe in Frieden. Nochmal in die Kiste hier. Namenlose Hallung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also nochmal langsam. Mein Vater hat irgendwo hier auf dem Friedhof etwas vergraben. Also schnapp dir eine Schaufel und such nach der richtigen Stelle, um es auszugraben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du musst es ja nicht machen. Ja, ja. Los, mach schon. Ich warte. Natürlich müssen wir das machen. Also hier muss was vergraben sein. Erkenne ich das in einem X? Wenn ich jetzt von irgendwas angegriffen werde, hilft mir Patty wieder? Oh! Ja. Okay. Der hat einfach so angefangen zu graben. Ich habe nur A gedrückt, irgendwie random. Ich dachte, ich würde das Stinks nochmal lesen.
Patty, ich habe hier was gefunden. Alte Schatulle. Der Name Stahlbart ist auf der Schatulle eingeritzt. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Patty, hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen? Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Du kannst mir vertrauen? Alle Antworten haben, wenn man das aus ihrer Perspektive sieht, einen üblen Beigeschmack. Ich bin für sie ein Fremder und dann so, du kannst mir vertrauen, so, kommt irgendwie komisch rüber. Du hast gar keine Wahl, mich wirst du nicht mehr los? Du hast nicht, gar keine Wahl, mich wirst du nicht mehr los. Das klingt am lustigsten. Also gut, halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So. Jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Und was denkst du, hat Romanov vor? Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Okay, wie kann ich dir helfen? Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Wo ist dein Vater eigentlich? Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Okay, namenlose Gräber. Jetzt ist die Frage, wo soll ich die suchen? Was ist das jetzt eigentlich? Warum ist jetzt so ein kalter Filter drüber?
Okay, es hat gespeichert. Ich würde vielleicht einmal ins Banditenlager gehen. Einmal kurz schlafen. Und dann später nochmal die Karte untersuchen, wo die namenlosen Gräber sein sollen. So, aber wenn wir bis zum nächsten Morgen schlafen, einmal dann Leben wieder voll. Und dann ist auch noch hell. Oder wird hell. Und dann ist es angenehmer zu sehen, zu gucken. Ja, schmeiß die Fackel weg. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Kann ich Pfeife rauchen? Macht das was mit einem? Der raucht gar nicht. Das ist nicht nötig. Ja, gut. Obwohl, warte mal, wir mussten ja doch nochmal zu Don Esteban zurück. Ich glaube, da war was. Kämpfer, da, Don Esteban. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Ha, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel. Aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel. Und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Und wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten, nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Okay, wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle
Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. Was hast du vor? Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Aha, okay, also wir sollen ihn erpressen. Fincher. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Ah, Banditenlager, Teleportstein. Okay. Du siehst ziemlich angespannt aus. Gibt es Ärger zwischen Diebstahl? Nee, ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Okay, ich bestehle ihn jetzt mal nicht. Hatte ich das hier schon gelesen? Kenn ich schon, okay. Wo war die Karte? Hier. Okay, hier. Das Geheimnis des Osttempels. Cyrus ist überfällig. Dann überfälliger Lagebericht. Die gestohlene Kristallscheibe. Teleportsteine. Okay, da habe ich... Grün ist schon erledigt. Okay, namenlose Gräber. Okay. Da sind dann die ganzen Questmarken. Okay, wo ich graben soll. Kristallscheiben für den Inquisitor. Bis jetzt nur eine. Okay. Die roten Punkte sind die, die ich weiß, wo ich hin muss. Habe ich jetzt verstanden. Grüne Punkte sind die erledigten. Und manchmal weiß man es halt nicht. Warte mal. Genau, namenlose Gräber. Ich mache erstmal die namenlosen Gräber. Ich muss erstmal runter zu Sarah, glaube ich. Da ist irgendwo ein Grab. Kann das sein? Das eine heißt bei Sarah da unten. Oder? Ne, hier. Hier entlang. Überlebe ich das? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal. Ich hoffe, da ist jetzt nichts, was in der Lage ist, mich zu töten. In
der Lage zu kämpfen, bestimmt, aber hoffentlich nicht mich zu töten, außer die Geier da oben jetzt. Mist. Mist. Ach komm, komm. Ach, ich hasse die Viecher. Da ist ja noch einer. So. Ach komm. Das hat jetzt aber auch gedauert. So, Heilwurzel nehme ich mit. Da sind noch ein paar Geier. Ich glaube, ich müsste gleich erstmal was für meine Gesundheit tun. Ich glaube, ein Geier ist von da oben runtergekommen. Kann das sein? Vasili? Warte mal, nee, erst einmal. Einmal kurz speichern. Was macht Vasili hier? Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Was verspricht er euch davon, mich zu verfolgen? Was verspricht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Kann ich Vasili töten? Willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Nee, seine Hilfe will ich nicht. Nee, warte, wie war das? Hier. Wenn ich jetzt ein paar Pilze fresse? Würde ich versuchen, den umzuhauen, dass er sich von dann zieht. Der soll mich hier jetzt nicht nerven. Ist er relevant? Ist das schlimm, wenn er jetzt drauf geht? Ich hätte kein Problem damit, wenn er seine Existenz hier jetzt verliert. So. Pack das Ding weg. Mist. Ist er jetzt tot? War das eine gute Entscheidung? Ich gehe einmal kurz zu Patty. Und es hat gespeichert. Automatisch. Na super.
Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Patty? Romanovs Leute sind uns auf den Fersen. Romanovs Leute sind uns auf den Fersen. Ich weiß. Seit ich die Stadt verlassen habe, folgen sie uns. Ich könnte schwören, sogar Romanov selbst vorhin kurz gesehen zu haben. Als er bemerkte, dass ich ihn sehen kann, war er wieder im Dickicht verschwunden. Ich sag dir, die Mistkerle führen irgendetwas im Schilde. Sei bloß vorsichtig, hörst du? Okay, der erste ist aber tot von denen. Na super. Okay, überstanden. Irgendwo hier im Dickicht soll dann Romanov sein? Ich glaube nicht beim Wolf. Und dann verschwunden? Na, Vasili ist jetzt tot. Der kann uns jetzt nicht mehr nachlauern. So, ich hoffe, das reicht. Der macht uns jetzt hoffentlich keine Probleme. Liegt er hier denn noch? Anscheinend nicht. Wo ist eigentlich seine Waffe? Da, sein Knüppel. Du bleib da oben, ja? Das könnte auch wieder gefährlich werden. Zwei Igel, zwei Geier. Drei Igel. Komm! So. Einmal kurz hier hin. Nochmal. Was ist das hier eigentlich? Lebensenergie plus 50 und Mana plus 50. Okay. Heilwurzel. Maximal Lebensenergie plus 1. Leider Roh, Rohrbollen. Hähnchenkeule. Wenn ich die Hähnchenkeulen jetzt mir mal gönne. So, gebrannte Fleisch. Kurz gebraten und leicht blutig, so wie es sein muss. Gibt 15 Leben. Was war das denn für ein Geräusch? Stimmt, der Seegeier. Drei Wölfe. Mist. Ja, nicht von hinten. So.
Ja. So, da ist noch einer. Und noch ein Heilkraut. Perfekt. Grabmotten, da ist noch irgendwas. So, es ist weiter unten, okay. Kann ich hier was braten? Kann ich die Kräuter eigentlich auch verwenden zum, um ein bisschen hier Obsidian? Wir haben Obsidian gefunden. Kann die Kräuter auch verwenden? Da sind andere Viecher. So, herstellen 14. Und hier nochmal 20. Sieht richtig lecker aus. So, einmal speichern. Vorsichtshalber im Banditenlager. Oh, warte. Da können wir uns auch mal das Fleisch hier jetzt mal gönnen. Dum, 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 dum. So. Jetzt ist die Frage, was sind das denn für Viecher? Die sehen ein bisschen größer aus, ein bisschen gefährlicher. Panzergrille. Ich kann dir gar nichts anhaben. Lass mich raten, ich muss hier rein. Ja, ich gehe nicht noch einmal hier hin. Zumindest nicht so früh. Oder so underleveled. Ich hätte vielleicht doch von Vasili die Hilfe annehmen sollen. Jetzt ohne Vasili weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Gegen Untote. Ja gut, ja, es gibt hier noch ein paar andere Orte mit Hinweisen. Mit Gräbern, die wir vielleicht zuerst machen können. Vielleicht ist es sinnvoller, erstmal dahin zu gehen. Eines ist, wenn wir jetzt die Straße hier Richtung Norden nehmen würden und dann nach Osten. Also diese hier.
Kann ich das dann lesen? Ich benutze mal euer Bett, wenn das in Ordnung ist. So, bis zum nächsten Morgen. Krallenfalter. Mist. So. Ein Wölfchen haben wir auch noch. Ach komm. Ja, jetzt gleich gehe ich drauf an dem Wolf. Okay, da wir davon ein Bett haben, schlafen wir noch einmal bis zum nächsten Morgen. Ja, bis zum nächsten Morgen. So, wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Irgendwo in diesem Ach ne, noch mehr Viecher. Und Gobbos. Einmal vielleicht nochmal speichern. So. Na ihr? Gnome, genau. Nee, das wird nichts hier mit dem Kampf. Ach komm. Alter. Was ist mit denen? Echt jetzt? Ich sterbe jetzt wegen so einem... Den schaffe ich nicht mehr. Hallo, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Hat er jetzt gerade seine... Komm wieder hoch. Ja, helft mir doch mal. Tja, er war eh ein Penner. Ich möchte weinen gerade. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Danke, Spiel. So, noch einmal. Ich muss erstmal wieder reinfinden ins Kampfsystem. Es ist schon ein paar Wochen her. Mist.
Okay, jetzt. Jetzt habe ich... Ah, Alter. Das war's. Nein. Ihr dürft gerne die Gnome fressen, aber nicht, nicht mich. Ist er hinter mir her? Wer ist hinter mir her? Nee, doch nicht. Schwarzer Wolf. Ja gut, den Kampf werde ich nicht schaffen. Gegen schwarze Wölfe. Warum helfen die mir aber nicht? Heute Abend gibt es Fleisch. Waffe weg, du Hund. Was dagegen, wenn ich helfe? Ne, ich habe kein Problem damit. Okay, einer von denen ist draufgegangen. Nein, nicht den Ordenskrieger. Sowas wie dich erledige ich mit links. Ich werde es nie lernen. So, okay, ein paar Leute sind jetzt draufgegangen. Ich hoffe, ich habe mir jetzt den Spielstand nicht zersprengt. Weil die jetzt draufgegangen sind. Ordenskrieger, Rekrut. Aber hier gab es doch jemanden mit einem Namen. Er war das doch, oder? Rudolf, okay. Kann ich mich jetzt an der Truhe bedienen? Weil ich bin jetzt außer Sichtweite. Gold, Pfeile, Äpfel. Nice. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.